Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Tutorials Layout Design für Fortgeschrittene. Ich werde euch in diesem Teil zeigen, wie wir das zuvor erstellte Layout mit Dreamweaver in HTML und CSS umsetzen. Zuvor noch einmal das Layout. Sieht so aus. Als erstes öffne ich mir dann Dreamweaver. Bevor ich erst irgendwas mit anderen Grafiken erstelle, zeige ich euch nochmal, wie wir jetzt eine Seite anlegen. Also, wenn ihr Dreamweaver öffnet, ihr habt noch nichts weiter eingestellt, sieht das Ganze so aus. Wir möchten erstmal eine neue Site anlegen. Eine Site in Dreamweaver bedeutet, dass ja, wir einen Root-Ordner für diese Seite anlegen und uns quasi nur noch innerhalb dieser Dateien bewegen. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, werdet aber gleich sehen, dass es ganz einfach ist. Ich klicke hier oben auf Sites verwalten, ich wähle hier neue Site und dann öffnet sich dieses Fenster. Zuerst müssen wir den Site-Namen angeben. Das ist einfach nur ein Projektname innerhalb von Dreamweaver, damit wir wissen, welches Projekt gemeint ist. Ich benenne das einfach mal nach der Domain. Und dann habe ich mir hier schon einen lokalen Stammordner angelegt. Dieser lokale Stammordner wird von mir jetzt noch mit einem Internetordner versehen. Und das bedeutet einfach, dass alle Dateien, die nachher hier in diesem Internetordner sind, hochgeladen werden können. Das kann eigentlich alles so bleiben. Hier trage ich noch die Domain ein. So natürlich. Wir könnten jetzt hier noch bei den Remote-Informationen einen FTP-Zugang anlegen. Brauchen wir jetzt in diesem Teil nicht, weil es sich um eine reine HTML-Seite handelt und die können wir offline testen. So, das Ganze erstellen wir. Und wir sehen, dass sich jetzt diese Anzeige hier ändert. Wir sind jetzt einfach nur noch in, hier seht ihr es, in unserem Internetordner und kommen aus diesem Ordner, was Dreamweaver angeht, gar nicht mehr heraus. Das Ganze hängt damit zusammen, dass Dreamweaver viele Vorteile bietet, wenn wir ziemlich große Seiten gestalten oder anlegen, mit vielen Unterseiten, die miteinander verlinkt sind. Wenn ich dann innerhalb dieses Internetordners eine Datei verschiebe oder umbenenne, merkt Dreamweaver das sofort und ändert diesen Link automatisch in allen Dateien, die mit dieser Datei verlinkt sind. Das ist vielleicht für eine Seite, die aus bis zu 20 Unterseiten besteht, noch von Hand zu machen. Wenn das dann aber allerdings diese Zahl übersteigt, wird es doch sehr anstrengend, das alles nachzuvollziehen. Und da nimmt Dreamweaver uns eine ganze Menge Arbeit ab. So, als nächstes öffnen wir hier, zieh's mal hier rein, eine neue HTML-Datei. Ohne Vorlage natürlich, das Ganze sieht dann so aus. Und speichern das schon mal direkt ab. Die nennen wir die Index-HTML. Index, das wisst ihr, ist immer die Startseite. Das bedeutet also, wenn ich die Domain nachher eingebe, macht der Browser ja nichts anderes, als diesen Ordner auf dem Server aufzurufen und startet mit der Index-HTML. Dazu brauche ich noch eine Datei, und zwar eine CSS-Datei. Die speichere ich auch direkt. Der Ordnung halber stelle ich einen neuen Ordner dafür und nenne diese Datei Style. So, seht ihr hier, das ist alles schön geordnet. Wir haben unsere beiden Dateien. Die müssen allerdings noch miteinander verknüpft werden. Das geht auch recht einfach. Sie ist hier mal kleiner für mehr Übersicht. Hier unten können wir einen Style Sheet anhängen. So, klicken wir auf Durchsuchen wieder. CSS und Style. Wie ihr gesehen habt, auch hier an diesem Beispiel, wir bewegen uns jetzt immer innerhalb des Internetordners, also unseres vorher angelegten lokalen Stammordners. So. Das soll verknüpft werden, nicht importiert, damit wir später, wenn wir mehrere Unterseiten haben und diese Style-CSS mit mehreren Seiten verknüpfen, eine Änderung machen können und die wirkt sich auf alle Unterseiten aus. Wir okay, und wir sehen jetzt hier, dass die Zeile 6 dazugekommen ist. Nun noch ganz wichtig, was in diesem Bereich fehlt, wäre ein Media gleich Screen, bedeutet nur so viel, dass diese CSS-Datei nur für Monitore gedacht ist. Wenn wir jetzt nachher noch eine Print-CSS anlegen, bekommt die Media Print und wird da demnach nur noch für Drucker verwendet. Ich speichere das Ganze. So, noch haben wir keinen Unterschied. Gehen wir mal in die Style-CSS. Fangen wir damit an. Als erstes fange ich immer damit an. Ich setze jetzt mal ein Sternchen, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und trage dort nun folgende Werte ein. Dieses Sternchen bedeutet, dass wir generell alle Elemente in einer HTML-Datei ansprechen. Das bedeutet das Head-Tag, das Body-Tag und so weiter. Die Überschriften, die Absätze, die Bilder.
Das soll erstmal alles Margin, also Abstand nach außen, gleich 0 haben. Padding gleich 0, der Abstand nach innen. Und auch keinen Border haben. Das Ganze speichere ich ab. Nur sehen wir, dass wir zumindest hier schon keinen Abstand nach außen mehr haben. Das ist einfach nur dafür da, da jeder Browser für Margin und Padding für die unterschiedlichen Elemente eigene vordefinierte Werte hat, die ein bisschen voneinander abweichen. Besonders der IE tut das ganz gern. Und so können wir das ein bisschen ausgleichen. Als nächstes sprechen wir das Body-Element an und öffnen dazu nochmal unser Layout. So, jetzt nehme ich mir hier die Pipette und wir können sehen, Hintergrund, okay, soll komplett schwarz sein. Also wieder zurück zu Dreamweaver und sagen ihm, Background, dann für die Farbe natürlich die Raute und geben ihm dreimal die 0. Ich könnte jetzt natürlich auch sechsmal die 0 schreiben fürs Hexadezimalsystem, jedoch reicht dieses dreimal hier aus, wenn die zweite Zahl des jeweiligen Farbkanals gleich ist. Das heißt, wir haben hier Rot, Grün und Blau. Alles 0 und nun sieht das Ganze schon so aus. Als nächstes überlege ich mir, was ist essentiell an meiner Seite. Ich habe natürlich eine bestimmte Breite dieser Seite. Ich rufe dazu nochmal das Layout auf, um euch das zu erklären. Und dazu blende ich mir die Hilfslinien wieder ein. Ich habe hier eine Breite von 960 Pixeln. Hier oben in der Info. Moment. Hier oben in der Info seht ihr das. Breite 960. Hängt einfach damit zusammen, dass ich möchte, dass die Seite auch auf der kleinsten noch üblichen Auflösung von 1024 im Vollbild noch ganz zu sehen ist, ohne horizontal scrollen zu müssen. Bedeutet also, dieser Bereich hier, der soll immer mittig angezeigt werden. Also egal wie breit das Browserfenster ist, soll sich die Seite mittig ausrichten. Gut, dann legen wir also erstmal, weil wir sehen, dass alles sich innerhalb dieser Breite abspielt, ein Div an oder einen Kasten, sag ich mal, der die gesamte Seite dann später umschließt. Also zurück zu Dreamweaver und wir legen ein Div. Ich schreibe das immer davor. Das Zeichen für Div ist einfach die Raute. Bedeutet jetzt einfach, wenn ich jetzt hier Div ID Container angebe, dass dieser ID Container, also ID durch die Raute und der Name eben Container dieser ID, dass der nur auf ein Div angelegt werden kann. Ich könnte das zum Beispiel noch mit einem Bild machen, IMG Container, dann würde diese ID Container nur auf ein Bild funktionieren. Aufpassen jetzt hierbei, wir können natürlich nicht zweimal dieselbe ID anlegen, weil eine ID, wie der Name schon vermuten lässt, darf nur einmal vorkommen, egal für welches Element, ob das jetzt Div ist, IMG oder ich lasse es einfach weg. So, hier seht ihr schon, das würde zu Problemen kommen. Also eine ID darf im Gegensatz zu einer Klasse nur einmal vorkommen und auch nur einmal in der HTML-Datei auftauchen. Das bedeutet, ich kann keine zwei Absätze mit der ID Absatz versehen, das würde nicht funktionieren, weil die ID dann mehrmals vorkommt. Dazu müsste ich dann eine Klasse verwenden. Aber dazu kommen wir dann später. Also allein der Übersicht halber schreibe ich hier das Div davor, wieder meine geschweiften Klammern und habe hier eine Breite von 960, nicht UX, sondern PX. So. Damit sich das Ganze nun mittig auspositioniert, brauche ich einen Margin. Ich gebe hier erstmal die vier Werte ein. Das bedeutet, wie wir im letzten Tutorial schon gelernt haben, der Wert für oben, also Abstand nach oben, Abstand nach rechts, Abstand nach unten, Abstand nach links. So, da der Wert nach oben 0 sein soll, selbstverständlich, der Wert nach rechts, der soll sich immer der Breite des Browserfensters anpassen, also schreibe ich dort Auto rein. Der Wert nach unten, der ist ganz egal, der kann auch dem oben entsprechen, das heißt, ich kann ihn hier wegnehmen. Und der Wert nach links soll auch dem des Rechten entsprechen, also nehme ich das auch hier weg. Sonst würde dort stehen 0 Auto, 0 Auto. Das bedeutet also, wenn ich das hier wegnehme, weiß ja, okay, das was hier steht, das setze ich quasi nochmal dahinter für unten und links. Schauen wir uns das mal an, damit wir das sehen, gebe ich dem Ganzen noch eine Höhe. Denn diese Höhe würde sich jetzt nach dem Inhalt ausrichten, da noch kein Inhalt drin ist, ist die Höhe automatisch 0 und wir würden es dann nicht sehen, egal wie breit oder wie bunt wir das Ganze auch machen.
gebe ich einfach mal 200 Pixel ein und einen Background. Schreibe ich mal Rate rein. Und als Background nehmen wir mal Red. So, dann gehen wir in die Index und legen hier innerhalb des Bodies ein neues Div an mit der ID Container. Hier sehen wir schon, auch wieder der Vorteil von Dreamweaver, er erkennt die mit dieser HTML-Datei verknüpfte CSS-Datei und sieht also, weil wir hier ID angegeben haben, welche IDs in dieser Style CSS definiert sind und schlägt uns hier schon vor, welche wir nehmen können. Das ist natürlich die einzige ID, die wir angelegt haben, also sagen wir diese Container-ID. Schließen die Klammer und Dreamweaver gibt uns, wenn es richtig eingestellt ist, schon das schließende Tag dazu. So, ich speichere das Ganze und schaue es mir mal an. Sieht jetzt so aus. Im Browserfenster geöffnet mit F12 tue ich das. Und ich ziehe es einmal hier rein, damit ihr es richtig seht. So, sehen wir jetzt dieses rote Feld. Und es wird mittig positioniert. Leider sieht man das jetzt nicht ganz so gut durch das beschränkte Aufnahmefenster. Wenn ich das jetzt allerdings ein bisschen weiter ziehe, werdet ihr zumindest auf der linken Seite noch sehen, dass sich der Abstand automatisch anpasst. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich kleiner werde, so ungefähr wäre es auf 1024 durch unsere 960er Breite. Wir müssen natürlich noch bedenken, dass hier gegebenenfalls noch ein Scrollbalken von ungefähr 20 Pixel dazukommt. Deswegen 960 und nicht direkt 1000 oder sowas. Und wenn ich jetzt kleiner werde, seht ihr, bekommen wir einen horizontalen Scrollbalken. Das ist auf jeden Fall zu vermeiden, weil es ganz furchtbar ist, sowas im Endeffekt zu benutzen. Also nochmal hier die Demo. Es wird immer breiter, je breiter ich werde. Und in 1024 passt es dann wunderbar rein. Okay, schließen wir den Browser bisher. Und dann können wir diese rote Farbe und die Höhe schon wieder wegnehmen, denn die war ja nur zu Testzwecken da. Speichern wieder. Und schauen uns nochmal unser Layout an. Ich blende nochmal die Hilfslinien aus. Dann überlegen wir mal, wie wir das Ganze konzeptionieren könnten. Wir haben hier oben unsere Pixellinie. Okay, die ist ein 5 Pixel, schätze ich, hoch. Dann haben wir unser Logo. Wir haben unsere Subnavi, diesen kleinen einführenden Text und die Hauptnavigation. Jetzt überlege ich gerade also, was kann ich als oder was muss ich als Grafik anlegen und was kann ich irgendwie mit CSS lösen? Denn CSS lädt natürlich wesentlich schneller, als wenn ich zum Beispiel hier eine Grafik laden muss. Bedeutet also, mein Ziel ist es jetzt, Zeit zu sparen, indem ich hier oben zum Beispiel dem Container einfach einen Border in dieser Farbe gebe. Schauen wir nochmal an, wie das Ganze aussah. Hier ist auch unsere Linie. Ich halte Steuerung gedrückt und ihr seht, wie sich der Cursor verändert. Klicke hier auf die Linie und bekomme hier die Breite und die Höhe direkt angezeigt. Falls das hier unterschiedliche Zahlen sein sollten, liegt es vielleicht daran, wie bei mir gerade, dass es hier nicht auf Pixel gestellt ist, sondern auf irgendwas anderes. Ist natürlich in dem Fall recht wichtig, dann mit Pixeln zu arbeiten. Hier nochmal der Umstand, dass es nicht wirklich gut aussieht. Also ich, je nachdem, was man jetzt natürlich macht, wenn ihr viel mit Fotos arbeitet, ist es besser, die Einstellung so zu lassen. Wenn, ich gehe nochmal hier in die Palettenoption, sieht man leider nicht ganz so gut. Wenn ihr, wie in diesem Fall, mit Layout-Dateien arbeitet und kleine Elemente benutzt, ist es vielleicht ganz gut, das Ganze mit Ebenenbegrenzung anzeigen zu lassen. So, könnt ihr mal hier auf das Thumbnail achten. Die Größe ändere ich auch. Und bekomme hier dann also direkt allein schon durch die Form angezeigt, was es denn ungefähr sein könnte. Gut, also ich weiß, 960 breit, 5 Pixel hoch. Das bedeutet, ich kann meinem Container einen Border von 5 Pixeln nach oben geben. Und zwar mit folgender Farbe. So, die kopiere ich mir hier raus und gehe wieder zurück in Dreamweaver. Hier habe ich also meinen Container und ich sage Border Top. 5 Pixel. Solid ist die Darstellungsart. Ich könnte zum Beispiel dotted für gepunktet, dashed für, ja, wie soll man das nennen, gestrichelte Umrandungen angeben. Ich lasse aber solid für eine einfache durchgehende Linie. Wähle die Raute für Farbe und setze hier meine Farbe ein. Mit dem Semikolon schließe ich also diesen Border, speichere und schaue mir schon die Index an. Und hier sehe ich direkt schon unseren Border mit F12 im Browser. Seht ihr also, ich habe jetzt hier schon das geschafft, was in der Layout-Datei schon vorgegeben war, ohne Grafiken zu verwenden. Überlegen wir also weiter, was wir für die Seite noch brauchen.
Wir haben hier unser Logo, das muss natürlich in der Grafik bleiben, durch die Spiegelung und so weiter, allein die Schriftart mit dem Verlauf, das lässt sich mit CSS so nicht realisieren. Dann haben wir hier unsere Navigation, die auch durch die Schriftart bedingt mit Bildern realisiert wird. Da klicke ich einmal rein mit der Steuerungstaste. Okay, so dann vielleicht nicht. Hier in diese Navi und blende mir die Buttons dafür alle mal ein. Denn in diesem Fall arbeiten wir so, dass im Hintergrund schon der Hover-Effekt für die Links, also so sieht es ja aus, wenn ich mit der Maus später drüber fahre, dass der angezeigt ist und der eigentliche Link mit dem Hintergrund ohne diese blauen Flächen, die liegen drüber. Und sobald ich dann mit der Maus drüber gehe, wird dieser Hintergrund ohne diese blaue Fläche eben einfach nur ausgeblendet und ich sehe direkt diesen Hover-Effekt. Das hat einfach damit zu tun, dass dieser Effekt sonst erst geladen werden würde, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Also wenn sich der Zustand dieses Links ändern würde. Hängt einfach damit zusammen. Bedeutet natürlich, je größer diese Datei ist, die dann geladen werden müsste, dass es anfängt zu flackern. Das heißt, ich gehe drauf und es passiert eine halbe Sekunde lang gar nichts und dann erst poppt dieser Hover-Effekt auf. Eine halbe Sekunde klingt jetzt vielleicht nicht nach viel Zeit, aber es ist auf jeden Fall merkbar und ja, man fragt sich doch schon, was denn da los ist. So, das Foto ist natürlich eine Grafik, der Hintergrund selbstverständlich auch. Diese Schrift hier wird auch eine Grafik bleiben, weil es eben eine Schriftart ist, die keine Standardschriftart ist. Das heißt, diese Schriftart könnte nur jemand sehen, der diese Schrift auch installiert hat. Davon können wir natürlich nicht ausgehen. Wir müssen also im Internetbereich bei unseren Standardschriftarten bleiben. Ich zoome mal hier raus. Bedeutet also, dieser Bereich kann so bleiben. Das hier kann auch so bleiben. Und unsere Liste, genau, die muss natürlich weg, weil die später mit Text gesetzt wird. Das heißt, ich habe jetzt hier die Listenpunkte ausgeblendet und den Text an sich. Das Ganze möchte ich jetzt als eine große Hintergrundgrafik für den Header haben. Ich speichere also, wir haben hier das Slice-Werkzeug und ziehe mir hier eine Linie entlang meiner Hilfslinien. Ganz nach oben brauchen wir nicht, denn wir haben ja unseren Border noch darum. Gehen also hier bis zu dieser Linie runter und auch hier bis zur Außenlinie. Wenn wir jetzt hier drauf doppelt klicken, wir sehen schon, außerhalb haben wir das normale Slice-Werkzeug und innerhalb ändert sich der Cursor. So. Wenn wir jetzt doppelt klicken, öffnet sich das Slice-Option-Fenster und wir können hier beim Namen den BG, also BG für Background, BG Header angeben. Hier sehen wir dann nochmal die Größen 960, 479 hoch. Haben wir OK und gehen zurück in Dreamweaver. Style, so. Ich lege ein neues Div an und nenne das Div Header. Mache meine geschweiften Klammern auf. Gebe eine Breite von 960 Pixeln ein. Eine Höhe von 479 Pixeln. Und wechsle nun wieder in Photoshop, um dieses Slice hier zu speichern. Das Ganze mache ich über Datei für Web und Geräte speichern. Wir können jetzt hier verschiedene Slices anwählen. Das bedeutet einfach, dieser hier mit der blauen Umrandung ist unser selbst erstellter und die hier mit der grauen, das sind die automatisch erstellten, also der Bereich, der von uns nicht ausgewählt wurde. Ich kann hier noch die einzelnen Werte angeben für die Qualität und sehe hier unten passend dazu die Speichergröße. Das heißt, wenn ich hier 80 in der Qualität eingebe, habe ich schon 124 KB, bei 67. War jetzt 192, so das ist ein ganz guter Wert und speichere das jetzt. So, wir sind hier wieder im Internetordner und hier unten gebe ich an, nicht alle Slices, sondern alle ausgewählten Slices oder alle Benutzer-Slices wäre in dem Fall das gleiche und speichere. Ich öffne mir mal unsere Seite im Ordner und ich sehe also jetzt hier, dass Photoshop automatisch den Images-Ordner angelegt hat. Wenn ich dort reingehe, habe ich schon mal unser Headerbild drin. So, das bedeutet, zurück zu Dreamweaver. Ich gebe hier den Background ein, gehe nun auf URL, also eine Verlinkung, und gehe in unseren Images-Ordner, wähle das Headerbild aus und sage, das Bild soll innerhalb des Divs einen Abstand von 0 zur linken Seite und 0 zur oberen Seite haben und soll sich nicht wiederholen.
Schauen wir uns das Ganze einmal an. So, wir müssen natürlich noch die Header-ID innerhalb des Containers aufrufen. Hier sehen wir schon, wird es wieder gezeigt. Ich wähle es aus, so. Einmal speichern. Schon sieht das Ganze so aus. Als nächstes gehen wir an die Elemente innerhalb dieses Headers. Zum Beispiel das Logo, das bei meinen Seiten immer auf die Startseite verlinkt sein soll. Und in diesem Fall hier auf die Subnavi. Und damit wir die frei positionieren können, geben wir als allererstes dem Header noch die Position Relative. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Gehe erstmal als nächstes lege ich die Headline an. Da gebe ich an, dass es innerhalb des Div-Headers einen Link, also einen A-Tag mit der ID Logo gibt und der hat folgende Größe. Einmal hat er eine feste Breite. Die hole ich mir jetzt aus der Photoshop-Datei. Nehmen wir einfach das Auswahlwerkzeug und messen das ungefähr so aus. Das kommt schon ungefähr hin. Das sind 260 Pixel breit und hoch sind es 98 Pixel. Das Ganze bekommt ein Display-Block, weil ein Link naturgemäß eigentlich ein Inline-Element ist. Und jetzt brauche ich natürlich eine Positionierung. So. Und zwar von oben. Zurück zur Photoshop-Datei. Transformiere die Auswahl und suche mir also die obere linke Ecke innerhalb dieses Headers. So, und jetzt habe ich davon den Abstand. Das heißt, ich nehme hier 30 und 30, okay. Zurück zu Dreamweaver. Von oben 30 Pixel Abstand und von links 30 Pixel Abstand. Um zu testen, gebe ich ihm noch einen Background, und zwar Red. Und schau mal in die Index-Datei, lege ich ihn hier natürlich noch an. Ein A. Verlinkt auf die Index mit der ID Logo. So. Ich nenne es jetzt einfach mal Pixelmetrie und sehe schon hier, der Link hat die Größe des Logos und liegt darüber. Im Browser sieht das Ganze dann so aus. Ich möchte jetzt jedoch nicht, dass der Hintergrund angezeigt wird. Der geht natürlich schnell weg, den haben wir ja selbst gesetzt. So. Und ich möchte auch nicht, dass Text angezeigt wird. Nun setze ich mir jedoch dafür, anstatt dass ich der ID-Logo dieser Einstellung gebe, setze ich mir eine Klasse. Diese Klasse schreibe ich der Übersichtlichkeit halber oben zu dem Container. Und zwar mit einem Punkt. Klassen werden immer mit Punkt eingeleitet. Und nenne diese NoText. Fangen wir damit an mit einem Text. Indent. Ein Textindent ist die Verschiebung auf der X-Achse. Das heißt, wenn ich hier Text in den 20 Pixel angebe, würde der Text 20 Pixel nach rechts verschoben sein. Ich möchte aber, dass er nach links verschoben wird, also mit Minus, und gebe 9999 Pixel an, dass der Text außerhalb des Bildschirmbereichs auf jeden Fall sein wird. Dem Text gebe ich die Schriftfarbe Schwarz, damit er auf dem Hintergrund nicht zu sehen ist. Zur Not, zur Sicherheit, die Font Size 1 Pixel. Und damit wir keinen Scrollbalken haben, weil natürlich der Text jetzt ganz weit nach links verschoben wird, gebe ich der Klasse ein Overflow hidden. So, das bedeutet also, dass alles, was außerhalb dieser Klasse liegt, deren Größe dann später durch das hier vorgegeben ist, dass das ignoriert wird. So, das speichern wir. Ich gehe jetzt einfach hier hin, nehme diesen Link und gebe ihm neben der ID auch noch die Klasse NoText. Speichern wir das und schon sehen wir, dass der Text verschwunden ist. Im Browser sieht das Ganze dann so aus.
Und schon funktioniert es, wie wir das haben wollen. Ich gebe dem Ganzen jetzt noch einen Titel. Den nenne ich so. Dieser erscheint dann, wenn ich mit dem Maus drüber fahre und stehen bleibe. Weiter geht es mit der Subnavi. Wie schon beschrieben, werden hier jetzt Grafiken drüber gesetzt, die später ausgeblendet werden, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Also zurück zur Photoshop-Datei. Ich zoome ein bisschen weiter ran. Nehme wieder das Slice-Werkzeug. So. Und zeichne außerhalb oder umrande diese Buttons ganz einfach mit einzelnen Slices. Benennen brauche ich die eigentlich nicht, aus Gründen, die ich euch gleich erkläre, sobald ich das hier fertiggestellt habe. Na, hier steht er ein bisschen weit ab, was aber eigentlich auch nicht wichtig ist. So, nun speichere ich wieder für Web und Geräte und wähle mir, das wollte ich nicht so, diese 5 Links aus. Klicke auf Speichern. Nun ist hier ganz wichtig, dass ich ausgewählte Slices anwähle, nicht Benutzer-Slices, und speichere. Das Ganze sieht in unserem Ordner dann so aus. Und diese Dateien ziehe ich mir alle nochmal in Photoshop rein. Erstelle nun eine Sub-Navi-Hintergrundgrafik quasi. Schau also erstmal, welche Datei oder welches Bild ist denn am längsten. Breite 98, Breite 108. Okay. Und habe demnach eine Höhe von 180 Pixeln, da diese Dateien natürlich alle gleich groß sind. Also ich gehe hier hin und verändere die Arbeitsfläche. So, das, was bisher in der Arbeitsfläche drin ist, soll links oben verankert sein. Ich habe eine Breite von 108, gegeben durch das breiteste Element. Und die Höhe, da alle 5 Elemente gleich hoch sind, beträgt 180 Pixel. Also 5 mal 36. Jetzt ziehen wir hier mal Hisslinien dran, an den Link. So, das ist der erste, Startseite. Dann kommt der Blocklink. Den ziehe ich hier einfach rüber. Ziehen wir wieder Hilfslinien, kann den dann schließen. Danach folgt links. Kontakt. Und das Impressum. Das Ganze speichere ich wieder für Geräte in Images und nenne es Background Sub Navi. Genau, ich kann das also schließen und gehe jetzt zurück in Dreamweaver. Eine Navi legen wir, damit auch Screenreader die vernünftig lesen können und damit wir sie vernünftig anlegen können, als Liste an. Also ich habe meinen Div-Header und dort lege ich eine Liste, eine ungeordnete Liste, UL, mit der ID Sub Navi an. Und diese Liste hat folgende Eigenschaften. Erstmal hat sie keinen List-Style. List-Style bedeutet in der Regel die Eigenart oder die Beschaffenheit der Listenpunkte an sich. Ob das runde Punkte sind, ob das Quadrate sind, wie auch immer. Haben wir innerhalb dieser Liste Subnavi einzelne Links. So, jetzt überlegen wir mal, was haben diese Links innerhalb der Listenpunkte, innerhalb dieser Subnavi mit der ID, innerhalb dieser Liste mit der ID Subnavi, was haben die für Eigenschaften? Erstmal haben sie alle dieselbe Höhe, nämlich 36 Pixel. Dann werden sie alle auf Display Block gesetzt. Der Textindent wird natürlich per Klasse gesetzt, das muss ich hier nicht extra reinschreiben. Sie haben alle die gleiche Hintergrundgrafik, nämlich die BG Subnavi. Was sie jedoch nicht gleich haben, ist die Background Position. Deswegen lasse ich die Zahlen, was vorher 0,0 war, lasse ich hier weg und schreibe nur No Repeat rein. Das werdet ihr gleich verstehen, wenn wir dann diese Zahlen verändern. Darüber hinaus haben sie alle dieselbe Positionierungsart, nämlich absolut.
Legen wir also die einzelnen Links an. Mit der Klasse Index. Oder nennen wir sie Startseite. Und dieser Button hat eine Länge. Ich schaue mir nochmal hier den Ordner an. Startseite hat eine Länge von 98 Pixel. Zurück zu dem, wie war. 80 Pixel. Und eine Background Position von 0 und 0 in diesem Fall. Der zweite Link ist der Block. Dieser hat eine Breite von 55 Pixeln. Dafür aber eine Background Position, und jetzt wird es, denke ich, klarer. Von links bleibt weiterhin 0 und von oben seht ihr, wenn ich euch nochmal diese Datei hier zeige, von 36 Pixeln. Das bedeutet, hier auf dieser Seite bleibt es natürlich 0 und von oben ist der Abstand die Höhe der Startseite links, nämlich 36 Pixel. Also muss ich hier angeben, minus 36. Beim zweiten Link verhält es sich dann genauso. Das ist der Link links. Passt ja. Mit einer Breite von 57 Pixeln. In einer Background Position, ihr habt es bestimmt schon erraten, von 0 minus 72 Pixel, eben das Doppelte von 36. Und weiter. Kontakt. Eine Breite von 84. Eine Background Position von minus 108 Pixeln. Und zum letzten ist das Impressum. Hat eine Breite von 108 und eine Background Position von minus 144 Pixel. Was nun noch wichtig zu wissen ist, ist, dass wir die einzelnen Links noch positionieren müssen. Das bedeutet von top, was hier oben fehlt, der Abstand nach oben, wie wir in der Layout-Datei sehen, so einmal zu Vollbild, ist ja bei allen gleich. Der Abstand nach oben beträgt immer 43 Pixel. Kann also hier oben noch hinter. Top 43 Pixel. Nun geht es nur noch um den Abstand, den die Buttons von links oder nach rechts haben, wie man das eben angeben möchte. Ich halte mich mal an links und wähle jetzt hier diesen Abstand. Also Startseite hat den Abstand von 390 Pixeln. Gehen wir mal zum nächsten. Der Block hat einen Abstand von 524 Pixeln. Die Links 617 weiter zu Kontakt, das sind 711 Pixel. Und das Impressum zu guter Letzt hat 832 Pixel. Nun, um das Ganze noch abzuschließen, müssen wir natürlich den Links ausblenden, sobald wir drüber gehen. Das sieht so aus. Wir haben den Defedder, UL, Subnavi, die A mit dem Hover-Zustand, das bedeutet, wenn die Maus drüber ist, oder wenn ich auf dem Link bin und ihn auf der Seite aktivieren möchte. Das heißt, wenn ich einmal auf Startseite geklickt habe, möchte ich ja, dass dieser Hover-Effekt bleibt, denn ich bin ja auf dieser Seite drauf.
Dazu schreibe ich ein Komma, öffne eine neue Zeile, schreibe die Feder, Snap-Navi, gebe der Liste, in diesem Fall die Klasse Active, und gebe diesen beiden den Wert Background None. Das Ganze sieht jetzt in der Index-Datei, wenn wir es anlegen, wie folgt aus. Schreiben eine Liste mit der ID SubNavi, legen einen Listenpunkt an mit einem Link. Mit der Klasse Startseite und natürlich auch NoText, so, und nennen diesen Startseite. Block HTML, ich lege es einfach mal so an, weil wir noch keinen Blocklink haben. Wieder Block und NoText. Als nächstes kommen die Links. So, dann kommt Kontakt HTML, Kontakt und Node Text. Es wiederholt sich ja alles. Und das Impressum. Gespeichert, so, und es wiederholt sich ja alles. Jetzt fällt mir jedoch gerade ein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir haben nämlich die Hover-Effekte hier gespeichert und das soll natürlich nicht der Fall sein. Wir brauchen natürlich, ich lösche das mal alles, diese blauen Bereiche brauchen wir nicht. So, darum speichere ich nochmal schnell die Slices neu. Mit gedrückter Shift-Taste klicke ich die alle an und speichere sie nochmal. Ausgewählte Slices. Speichern, zurück in meinen Ordner. Jetzt ziehe ich mir einfach diese Dateien hier nochmal rein. So. Glücklicherweise docken die direkt magnetisch aneinander an. Und speichere das Ganze nochmal als SubNavi-BG. Und ersetze das natürlich, klar. Jetzt gehe ich in den Browser, lade einmal neu. Schon funktioniert die Navi, wie wir das haben wollen. Wenn ich jetzt natürlich die Klasse aktiv setze, zum Beispiel hier bei der Index, weil wir gerade auf der Startseite sind, gebe ich diese Klasse dem Listenpunkt und sehe, dass der Hintergrund hier direkt erscheint. Die Textliste hierfür ist natürlich relativ schnell gesetzt. Als erstes gehen wir wieder in die Layout-Datei. Das alles können wir hier schließen, das brauchen wir nicht mehr. Und ich schaue mir nochmal hier die Listenpunkte an. Und einen davon möchte ich mir mit dem Slice-Werkzeug so herausnehmen. Ist natürlich schon markiert. Hier lohnt es sich vielleicht mal zu schauen, ob man das wirklich als JPEG speichern möchte. Als GIF wäre das 46 Byte. Das nehme natürlich dann viel lieber. Und speichern das Ganze. So, jetzt habe ich es natürlich nicht benannt. Also nenne ich das hier LI für Listenpunkt und schreibe Header dazu. Zurück wieder zu Dreamweaver. Und nun richte ich hier diese Liste erstmal ein. Wieder Div Header. Das werden zwei Listen, die nenne ich UL ID Content oder Name Content 1. Natürlich auch List Style None und eine Position Absolute. Und zwar hat diese von top, das sehen wir jetzt hier wieder. Wir nehmen auch mal den Text dazu ein.
und komme auf 256 Pixel. Die gebe ich hier ein. Und brauche natürlich noch einen Abstand von links. Zurück zu Photoshop. Ist also die Breite von diesem Feld, das sind 400 Pixel. Das Ganze speichere ich und schließe unser Div. Jetzt fällt mir ein, möchte ich natürlich noch ein zweites Div dazu haben, nämlich oder die zweite ID, nämlich die ID Content 2. Die soll natürlich dieselben Daten haben, außer, zeige ich euch hier, der Abstand nach oben ist natürlich gleich, der Listenpunkt ist gleich, die Schriftgröße ist gleich und so weiter. Das soll natürlich nur im Abstand von links variieren. Das bedeutet also, wir können das weiter zusammenfassen. Das sieht dann wie folgt aus. Die Content 1 und dann wieder mit Komma getrennt. So, und da schreiben wir natürlich dieses Ganze hier rein. Das bleibt ja alles gleich. Hier haben wir nur einen Abstand von links mit 400 Pixeln und hier haben wir, wir messen es gleich aus, Auswahl transformieren und einfach hier rüberziehen, 671 Pixel. Dazu fehlt natürlich noch die Schriftgröße, vielleicht 1,6 cm. Und dann müssen wir noch die Listenpunkte an sich ansprechen. Also das würde so aussehen, div header, url content 1, li und natürlich auch das gleiche mit der content 2 ID. Und die sollen ein Margin von nach unten von 1 cm haben. Die letzte Zahl kann ich mir dann sparen. Dazu ein Padding von 20 Pixel nach links und einen Background schon mal hier rein. Dann nehmen wir unser GIF. Wir schauen uns das Ganze einmal im Browser an. Natürlich müssen wir es erst hier in die HTML-Datei schreiben. Den 1. Ich übernehme das schnell aus der Photoshop-Datei. Printmedien, Screencasts, Websites und Blog. Die Printmedien werden später verlinkt. Jedoch habe ich noch keinen festen Pfad dazu, deswegen schreibe ich das erstmal mit Raute. Websites natürlich noch. Nun noch den Content 2, also wieder UL, ID, Content 2, die einzelnen Listenpunkte, jetzt mit zur Photoshop-Datei, ich nutze Facebook, Flickr, Twitter und Vimeo, ja, Facebook verlinkt, ich tippe einfach die Raute hier ein. Diese Raute aktiviert natürlich den Link, wenn ich jetzt auf diesen Link klicken würde, würde nichts weiter passieren, als dass die Seite zum Seitenanfang springt. Kann man natürlich auch ganz toll nutzen, indem man zum Beispiel, wenn man mehrere Überschriften hat, sagen wir mal, ich hätte auf der Seite printmedien.html mehrere Überschriften für Poster, für Visitenkarten und so weiter, dann könnte ich den Überschriften IDs geben, also zum Beispiel H2 für Poster, der könnte ich ID Poster geben und dann kann ich die mit Links direkt ansteuern. Das würde dann so aussehen. Zum Beispiel printmedien.html und dahinter direkt die ID Poster. Das bedeutet also, wenn ich jetzt auf diesen Link klicken würde, würde ich sofort auf die Seite printmedien.html gehen und die Seite würde automatisch zu der ID Poster scrollen. So kann man natürlich, wenn man diese ID dann einer Headline übergibt, direkt wunderbar Sachen verlinken. So, das nennt sich dann eben verankern. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Haben wir Flickr, Facebook, Twitter und Vimeo. Das Ganze sieht schon recht gut aus. Jedoch haben wir hier noch unsere Farbe hier oben festgelegt.
gehen wir das nochmal durch. Und dieser Teil hier bedeutet natürlich für die Schriftgröße 62,5%. Das bedeutet einfach, dass die EMs so weit runtergebrochen werden, dass wir sie mit Pixelzahlen vergleichen können. Hört sich jetzt kompliziert an. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt 12 Pixel haben will, dann sind das in Wirklichkeit 0,8 EM oder wie auch immer, ungefähr so ein Wert. Durch diese 62,5% können wir die EMs mit den Pixeln gleichsetzen. Das bedeutet also, 12 Pixel wären dann umgerechnet 1,2 EM. In diesem Fall, da wir vorher dies hier festgelegt haben, können wir die Zeilenhöhe hier sehen, getrennt durch diesen Schrägstrich hier, dass das 18 Pixeln ungefähr sein soll. Dann die Schriftart, natürlich erst Arial, sobald die nicht vorhanden ist, soll die Verdana genommen werden und wenn die nicht vorhanden ist, dann die nächste beliebige serifenlose Schriftart. Die Schriftfarbe generell ist diese hier, das ist ein sehr helles Grau. Dann gehen wir noch weiter runter und geben unseren LIs die Farbe weiß, damit die ein bisschen mehr herausstechen, genauso wie hier. Mit Taste F12 rufen wir das Ganze mal im Browser auf. So, da ist er. Wie ich sehe, ja, gefällt mir schon ganz gut, jedoch stimmt die Position der Listenpunkte noch nicht ganz. Darum gehe ich wieder in Dreamweaver und gebe den Backgrounds hier der Listenpunkte neue Positions. Das bedeutet hier, der X-Wert, der bleibt gleich, der ist okay. Und hier sage ich mal, vielleicht 6 Pixel von oben. Zurück zu Firefox. So, ja, das sieht schon ganz gut aus. Damit ist unser Header quasi fertig. Im nächsten Schritt möchte ich direkt mit meiner Navigation beginnen. Dazu gehen wir nochmal zurück zu Photoshop und schauen uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Ich blende hier mal die Paletten aus. So, vielleicht mit STRG H nochmal die Hilfslinien. Ja, was werden wir hier machen? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Am besten legen wir hier wieder eine Liste an, weil wir drei Links haben. Haben also diesen grauen Bereich hier, so einen Kasten. Okay, das ist recht einfach. Dann haben wir hier einmal einen Link drin. Also, beziehungsweise pro Listenpunkt ein Link und haben innerhalb dieses Listenpunkts einen Bildlink und Text nochmal Fließtext. Das bedeutet, wir können das Ganze so anlegen, dass der Link innerhalb dieses LIs absolut positioniert wird und wir können einen Hintergrund geben und darunter einfach den Text. Probieren wir das mal aus. Jedoch gehen wir wieder so vor wie zuletzt, dass wir erstmal die Aktivzustände einfärben. Das bedeutet, ich nehme hier nochmal die Farbe raus. Ja, so seht ihr das auch. Kopiere es wieder. Jetzt hole ich mir hier die Ebene, dupliziere die mal mit STRG J, damit ich später nicht nochmal die Farbe wechseln muss. Und gebe hier die Farbe an. Hier vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Grau, damit das noch wie zuvor bleibt. So. Dann gehe ich wieder weiter zu Portfolio. Wieder mit STRG J duplizieren. Und ändere auch die Farbe. So. Und das gleiche eben auch bei Screencast. Doppelklick drauf markiert. So. Das sind also unsere Active-Zustände. Der Text, der soll natürlich Fließtext sein, der darf in der Hintergrundgrafik nicht dabei sein. So, und nun kann ich wieder ein Slice ziehen. Genau, so. Und ziehe das mal so weit rüber. Theoretisch können wir jetzt auch, weil dieser Bereich sich nicht mehr wiederholt, können wir den noch mit reinnehmen in die Hintergrundgrafik. Dann ja, wäre dieser Bereich natürlich nur überflüssig in der Grafik drin, was wieder ein paar Bytes mehr wären, die absolut überflüssig sind. Deswegen nehmen wir lieber das hier gleich als Hintergrund für die Sidebar. So, Doppelklick darauf. BG Navi nenne ich es mal. Und wird für Web gespeichert. Dann anklicken. Wieder in den Oberordner und ganz wichtig, ausgewähltes Slices nur. Und schon haben wir hier unsere BG Navi. Diese hier brauchen wir nicht mehr, die können gelöscht werden. Gut, dann können wir uns auch direkt die Größe von diesem Element anschauen. 959, okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Das heißt, hier an der Linie wird er nicht ganz anliegen, genau. So, und nochmal das Ganze.
ausgewählt des Gleises, richtig. Sagt er natürlich, ja, wir wollen das ersetzen. Und zurück zu Dreamweaver. Wir legen eine neue ID an. Das wird die UL ID Navi, so natürlich. Wird eine Breite haben von 960 Pixel und eine Höhe von, hier sehen wir es, 135. Und als Background eben ja, so. Unser BG Navi. Zusätzlich gebe ich noch eine Position Relative, damit sich die Elemente, die innerhalb der Navi liegen, auch an diesen Daten ausrichten kann. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir das hier reinsetzen. Der Defender wird ja hier geschlossen. Die Navi. So, da können wir schon mal links setzen eigentlich. Mit Raute wieder. Da geben wir die ID Screencast. Und als Text, den kopiere ich mir hier aus der Datei. Kopiere ich diese Elemente. Zack. Haben wir schon mal den ersten. Der zweite, wieder auf Raute verlinkt. ID schon mal rein. Screencast, Portfolio. Oh, was wir natürlich ganz vergessen haben, ist unsere typische Class NoText, denn wir werden ja Bildlinks haben und dazu brauchen wir dann den Text nicht. Dann geben wir hier wieder unseren Fließtext ein. Wieder mit Raute, ID, Block, Class NoText, Weblog, zack. Und auch diesen Text kopieren wir uns raus und schreiben den hier rein. Im Browser sieht das Ganze jetzt so aus. Natürlich hier noch die Listenpunkte. Die Links werden kaum angezeigt, weil wir natürlich das NoText eingegeben haben und die Texte an sich werden ziemlich klein dargestellt. Als nächstes können wir jetzt überlegen, wie wir weiter vorgehen. Als erstes, denke ich, holen wir uns mal die Backgrounds für unsere Links. Und also zurück zu Photoshop. Ups. Und wir stellen uns unsere normalen Zustände wieder her. So, nun nehme ich wieder das Slice-Werkzeug und erstelle mir hier die Slices für die Grafiken. Na, ungefähr so sieht das ganz gut aus. Jetzt halte ich Alt gedrückt und ziehe dieses Slice hier rüber. Na, hier sehe ich jetzt schon, das passt nicht ganz rein, ist aber auch nicht so schlimm. Denn es wird ja niemand hier auf diesen einzelnen Pinsel klicken, um auf den Link zu kommen. So. Wichtig ist ja auch, dass das Wort richtig dargestellt wird. Und hier mache ich wieder das gleiche, halte Alt gedrückt und ziehe dieses Slice einfach rüber. Genau, kann auch ein bisschen kleiner werden. So, für Web speichern unter. Ganz normal wieder mit gedrückter Shift-Taste die wichtigen Slices anwählen. Hier alle ausgewählten Slices, genau. Und wir speichern. Das Ganze sieht dann im Ordner so aus. Jetzt ziehen wir wieder die hier zu Photoshop rein und machen mir daraus eine Grafik. Die Höhe ist ja bei allen gleich, nämlich 41 Pixel. Also gehe ich hier auf Arbeitsfläche. So. Gebe hier 123 ein, das müsste passen. Hier kommt das Portfolio, ich ziehe es einfach rein. So. Und den Weblog auch. Das Ganze kann man jetzt schon speichern unter
BG-Navi links, nenne ich es einfach mal. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und zurück zu Dreamweaver. Wir können also erstmal für diese Liste die Listenpunkte angeben. So, wenn wir jetzt nochmal das Layout anschauen, mal hier zurück, sehen wir, dass die natürlich gefloatet werden müssen, die Listenpunkte. Die müssen nebeneinander dargestellt werden. Momentan sind sie noch untereinander dargestellt. Das können wir eigentlich ganz leicht erreichen. Wir könnten sie natürlich absolut positionieren. Dann müssten wir aber wieder jedem Listenpunkt eine ID geben, damit wir die einzeln ansprechen können. Darum würde ich hier lieber zu den Floats greifen. Da können wir nämlich mit einem Befehl alle Listenpunkte ansprechen. Das Ganze sieht dann so aus. Schon mal hier erstmal in die UL rein. Da fehlt natürlich noch ListStyle None. Und als Schriftfarbe hätte ich hier gerne schwarz. Die Änderung schauen wir uns auch direkt an. Sieht so aus. Und jetzt fehlt natürlich noch etwas, um die Schriftgröße vernünftig anzupassen, denn im Content-Teil, der gleich noch folgt, würde natürlich die gleiche Schriftgröße gezeigt werden. Also gehe ich hier oben nochmal in den Body. So, wir können jetzt nämlich, um das zu erreichen, also um alle Schriften innerhalb des Containers anzusprechen, diesen Teil, also die Schrift, die Schriftgröße und die Farbe, die schneide ich aus und setze sie hier oben in den Body ein. Ich schreibe dann hier im Container die Font Size 1.2 EM rein. Das bedeutet also, dass dieser Wert hier für alle Größen innerhalb des Body berechnet wird, für alle Schriften. Und wir gehen von einer Standardschriftgröße von Elementen im Container von ungefähr 12 Pixeln aus. Sieht jetzt in diesem Fall so aus, es wird hier noch jetzt einen Fehler geben. Einmal neu, genau, diesem jetzt zu groß. Hier ist der Text schon eigentlich so, wie ich den haben möchte. Das heißt, ich gehe wieder zurück zu Dreamweaver, suche mir den Teil aus dem Header raus. Ah, hier ist er, genau, für den Content und Content 2. Und setze den auf, sage ich mal, 4. So. Und schon sieht das Ganze wieder normal aus. Gut, also zurück zu unserer Liste. Wir haben die Größe, wir haben keine Listenpunkte mehr. Also mache ich mir eine neue Zeile, URL ID Navi und spreche die Listenpunkte an. Die Listenpunkte haben natürlich eine bestimmte Breite, die suche ich mir jetzt aus Photoshop raus. Dazu nehme ich wieder das Auswahlwerkzeug mit normaler Größe. So, und sehe, das sind 260 Pixel. Dazu eine Höhe, wieder zurück. Von, ja, sagen wir mal, hier sollen sie anfangen. Die Größe nach unten ist nicht so wichtig. Sagen wir mal, ja, 110 Pixel, das reicht locker aus. Und wir müssen sie floaten, damit sie nebeneinander dargestellt werden. Das Ganze sieht bisher also so aus. Wir haben die Breite angegeben und sie werden nebeneinander angezeigt. Was mir jetzt jedoch nicht gefällt, ist natürlich der Abstand, der noch fehlt. Das messen wir nochmal hier aus. Nochmal hier das, so, das Auswahlwerkzeug. Da sehen wir, okay, von oben sind es 23, in der Breite sind es 30 Pixel. Das Ganze gebe ich hier in der Liste ein, dass die Liste einfach einen Abstand, also ein Padding, nach innen bekommt. Das sind 23 Pixel. Und hier denke ich auch 30 Pixel. So, das bedeutet, wir können hier in der Breite schon mal 60 wegnehmen, also 2x30 für links und rechts. Und oben können wir 23 wegnehmen. Das sind also 12. Bisher sieht das Ganze also so aus. Schon mal fast, wie wir das haben möchten. Was jetzt noch fehlt, ist der Abstand zwischen den Listenpunkten. Da wird es natürlich jetzt nur ein Problem geben. Wenn ich alle Listenpunkte, die gefloatet sind, mit einem Margin, also einem Abstand nach rechts versehe, sehen wir jetzt hier ganz schön. So, dieser Bereich wird jetzt der Margin nach rechts, damit dieser Listenpunkt auch hier erst anfängt. Das sind also 60 Pixel Abstand. Diese wird ja auch automatisch dann dieser Listenpunkt hier haben, das Portfolio, aber auch der Weblog. Und hier seht ihr schon das Problem. Das würde nicht mehr in die Liste reinpassen,
die ja hier aufhören wird an dieser Stelle, weil wir ihr ein Padding von 30 Pixeln rechts gegeben haben. Das bedeutet also, dieser Listenpunkt hier darf den Margin nach rechts nicht haben, wie die anderen beiden. Wir können jedoch auch anders vorgehen, indem wir den Listenpunkten ein Margin links von 30 Pixeln und rechts von 30 Pixeln geben. Das soll hier auch passen. Und hier ebenfalls. Das bedeutet jedoch wiederum, dass das Padding nach innen, also diese 30 Pixel hier, von unserer Liste jetzt absoluter Schwachsinn sind. Gut, dann nehmen wir die wieder raus. So, 960. Der Padding von oben bleibt natürlich. Wir geben, so, nehme ich die einfach weg. Der Listpunkt neben diesen Margin und im Browser sieht das Ganze nun so aus. Die Links fangen genau da an, wo wir das haben wollen, die Listenpunkte. Wunderbar gesetzt. Das Einzige, was jetzt eben noch fehlt, ist der Hintergrund für den Link. So, und das gehen wir so an. Dann natürlich die UL Navi, den Listenpunkt und den A, also den Link. Der erste hatte die ID Screencast. Und da muss erstmal die Breite. Das ist ja die Gesamtbreite hier. Diese kann ich löschen, die brauche ich nicht mehr. Von 197 Pixeln. Bei einer Höhe von 41 Pixeln waren das. Und der Background. Oh, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Sprechen erstmal alle IDs generell an. Alle Links, so. Das übliche Prozedere. Den Background nehmen wir auch mit. Geben keine Position an. No repeat, genau. Das ist ja das gleiche Thema, was wir zuvor schon hatten, bei der Navi Top. So. Man kann also hier die Höhe auch weg, weil die ist bei allen gleich. So, was nur noch fehlt, ist für alle Links das Display Block. So gehen wir jetzt hier weiter mit den anderen. ID Portfolio. Na, so, und der hatte eine Breite. Schon mal hier. Von 157 Pixeln. Abstand von 0 horizontal und minus 41 Pixeln vertikal. Und direkt auch der nächste. Ich glaube, der hieß Block. Schauen wir nochmal nach. Block hieß er, genau. Mit einer Breite, zurück zu Photoshop, von 148 Pixeln. Einer Background Position von 0 minus 82 Pixeln. Jetzt fehlt natürlich noch unser Hover-Zustand. Funktioniert genauso wie in der Navi im Header zuvor. Und im Browser sieht das Ganze nun so aus. Testen wir es mal. Genau. Wir haben keine Verschiebung. Und wir haben unsere Active-Zustände. Was mir jetzt noch nicht ganz gefällt, ist ja der Abstand. Den hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir können den Links generell noch ein Margin geben. Nach unten, sagen wir mal, 10 Pixeln. Könnte schon ein bisschen viel sein. Nö, das gefällt mir ganz gut. So, dann haben wir die Navigation schon fertig. Wie wir die Active-Zustände setzen, das werde ich euch gleich noch zeigen, wenn wir eine weitere Unterseite erstellen. Der nun folgende Content-Teil ist gar nicht so kompliziert. Ich rufe nochmal die Photoshop-Datei auf, blende die Hilfslinien aus und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal genauer an. Eigentlich haben wir ja drei Spalten. Wir werden das jedoch erst anders aufbauen, dass wir zum Beispiel hier diesen Content-Bereich als eine Spalte haben und diese Sidebar hier als eine zweite Spalte. Also wir machen nicht einfach drei Spalten, die nebeneinander liegen, sondern erst einen großen Block
neben diesem kleinen Block, der dann gefloatet wird, und darin eventuell, wenn es benötigt wird, dann diese beiden Spalten. Es hängt einfach damit zusammen, dass wir manchmal zum Beispiel große Bilder, Tabellen, Formulare, in diesem Fall hier sogar schon drin, eine Überschrift so setzen möchten, dass die genauso groß ist wie diese beiden Spalten. Und damit wir die nicht extra floaten müssen, machen wir eben vorher einen großen Block hier rüber. Gut, fangen wir damit mal an. Also zurück zu unseren Hilfslinien. Ich messe das Ganze damit mal aus. So, und okay, das hier nehmen wir weg. Wir haben also eine Breite von 580 Pixeln plus diese 30 Pixel links und rechts, die natürlich als Padding da sind. Auch das hilft uns dabei, dass wir die Elemente innerhalb dieses Content-Bereichs, egal wie groß sie sind, ob nun einspaltig, zweispaltig, mittig positionieren können. So, gehen wir mal hier wieder in unsere CSS-Datei. Willkommen zur Content-Box, so schreibe ich das mal. Eine Breite, wie schon gesagt, von 580 Pixeln. Die Höhe wird vom Content bestimmt, die ist hier erstmal egal. Und wir haben ein Padding von so natürlich 30 Pixeln. Damit wir ein bisschen Abstand noch nach unten haben, gebe ich unten noch 30 Pixel ein. Das macht einfach die Sache ein bisschen runder, damit wir ein bisschen Abstand zum Footer haben. Und dieser Bereich muss natürlich noch gefloatet werden. Daneben kommt unsere Sidebar. Die hat wiederum eine Breite, die uns die Photoshop-Datei verraten wird, von 260 Pixeln. Und das Padding sieht genauso aus wie bei der Contentbox auch. Wahrscheinlich müssen wir hier jedoch was anderes für das Padding nach oben eingeben. Und das Ganze hängt auch zusammen mit der Hintergrundgrafik, die wir dieser Sidebar geben. Das wird nämlich nur dieser Teil hier. Denn dieser graue Bereich wird dann eine Überschrift sein. Das ist eine BG Sidebar, Höhe 31 Pixel, okay. Speichern das auch direkt. Ich kann also sagen, dass hier oben 31 Pixel Abstand gelassen werden sollen. Und suche mir hier meinen Background. Das Ganze muss natürlich auch gefloatet werden. Und das sieht dann wie folgt aus. Ich gehe wieder in die Index. Und die Liste ist okay. Jetzt überlege ich hier gerade, ob hier ein Div fehlt, was geschlossen wird. Ach so, okay, hier geht der Header zu Ende. Das können wir auch direkt mal daneben schreiben. Und ihr seht, das hier sind HTML-Kommentare. Das bedeutet, darauf reagiert der Browser nicht. Ihr habt das gesehen, wenn ich dieses einleitende Tag für das Kommentar mache, also die Klammer auf, so, dann wird darunter schon mal alles grau. Das bedeutet also, das interessiert den Browser nicht, das wird ignoriert. Diese Kommentare sind nur für uns da, die den Quelltext lesen. Ist natürlich jetzt falsch gesetzt, das gehört hier hin. So. Also kommt hier noch ein Diff hin. Ja, Moment, schreiben wir es komplett. Hier kommt die Contentbox hin. Und daneben kommt die ID Sidebar hin. Oh, nicht Screencast. Das passiert, wenn man so schnell klickt. Also diese erklärenden Kommentare zu den schließenden Tags kann ich euch nur empfehlen. Gerade bei Divs, so wenn die jetzt ein bisschen länger werden, wie hier beim Header zum Beispiel, kann man direkt sehen, ah, okay, hier endet das, hier endet das, hier endet das. Kann schon Zeit ersparen. Ich schreibe jetzt einfach irgendeinen Text rein, um einfach mal zu testen, wie das Ganze aussieht. Wunderbar, das funktioniert schon mal. Und da die beiden gefloatet sind, brauche ich nur noch ein Element,
was dieses Floaten unterbindet, sonst kann es nachher zu Fehlern kommen. Und dazu schreibe ich das hier um zu der Klasse einfach. Ich nenne diese Klasse mal Clear. Diese Klasse bewirkt also, dass diese beiden Elemente oder eher gesagt das, was danach kommt, nicht mehr eben nebeneinander gefloatet wird, sondern in geregelten Bahnen weiter nach unten läuft. Dazu muss ich nichts weiter machen, als die hier aufzurufen. Ja, und schauen wir das Ganze mal im Browser an. So, da wird sich jetzt durch diese Klasse nichts verändert haben, weil ich sehe, ich habe meinen Background hier und ich habe den Text darin wunderbar mit dem Padding, dass wir hier ein Raster haben. Hier haben wir auch noch das weitere Raster. Das heißt, wir können schon direkt unsere Spalten anlegen. Hier bei den Spalten, schauen wir nochmal hier rein, haben wir nun wieder Folgendes. So, wir haben hier natürlich unsere Breite von 260 Pixeln. Die haben die beide. Und wie wir jetzt aber sehen, gibt es hier einen Abstand von 60 Pixeln. Zuvor, also hier oben, haben wir das so gemacht, dass wir den aufgeteilt haben. 30 hier für diese und 30 hier für diese. Das geht nun nicht mehr, weil unser Div nur so groß ist. Es ist jetzt vielleicht in diesem Fall ein bisschen umständlich, aber wie gesagt, wenn wir Elemente haben, die über beide Spalten gehen, ist es auf jeden Fall einfacher, weil wir sonst jedes einzelne Element mit einem Margin nach rechts anlegen müssten. Darum gehen wir jetzt so vor, dass wir diese Spalten anlegen mit 260 Pixeln und die bekommen einen festen Margin nach rechts. Das wird nicht passen, deswegen gibt es hier oben nur noch eine weitere Klasse, nämlich No Margin. Da schreibe ich Margin 0 und Important rein. Das heißt also, dass Important auf jeden Fall alle anderen Werte überschreibt. Wenn ich jetzt hier unten, das zeige ich euch mal, div-content-box, das ist dann div-class, weil sie da zweimal auftauchen, div-class, eine Spalte. Wieder verschrieben, 260 Pixel, Margin, 60 Pixel nach rechts und das Ganze soll natürlich gefloatet werden. So, das bedeutet jetzt also, dass diese Spalte einen Abstand nach rechts hat von 60 Pixeln und hier oben steht ein Important drüber. Der Browser, wenn er die Seite lädt, geht natürlich auch die Datei von oben nach unten durch. Der sieht natürlich, ah, okay, die Klasse NoMargin, die unsere Spalte gleich noch zusätzlich haben wird, sagt Margin no Pixel. Weiter unten kommt dann die Klasse Spalte und sagt, ah, okay, hier ist aber ein Margin von 60 Pixeln. Da das hier natürlich später kommt, weil er von oben anfängt zu lesen, würde er diesen Wert hier übernehmen. Durch das Important aber, da sagen wir ihm, dieser Wert ist auf jeden Fall wichtig und soll bleiben. Das heißt, er wird nicht mehr von dem, was später kommt, überschrieben. Darum sieht das Ganze dann hier so aus. Ich schreibe die Klassen mal rein. Einmal haben wir Spalte und dann haben wir noch. Hier bleibt es natürlich so. Und hierunter natürlich wieder die Klasse Clear, damit diese beiden Elemente auch aufhören, nebeneinander zu stehen. Im Browser sieht das Ganze dann so aus, dass die beiden Spalten nebeneinander angelegt werden. Wenn ich jetzt das No Margin wegnehmen würde, würden die natürlich untereinander angezeigt, weil der Margin nach rechts, also dieser Bereich hier ungefähr, hier nicht mehr reinpasst. Darum wird das statt daneben zu setzen einfach darunter angezeigt. Und hier oben, habt ihr vielleicht schon gesehen, habe ich mir die Web Developers Toolbar installiert. Das ist ein Firefox-Add-on. Das ist eines der wichtigsten Add-ons, die es eigentlich so gibt. Was sehr hilfreich ist, ist hier die Elementeninformationen einzublenden. Und ihr könnt mal mit dem Mauszeiger rübergehen und dann seht ihr auch wirklich, was passiert. Also wie groß diese Elemente sind und wo sie überhaupt sind und wo sie beginnen, wo sie enden, welche Rahmen drumherum sind. So, wie ihr jetzt seht, werden die wieder wunderbar nebeneinander angezeigt. Was uns jetzt hier noch fehlt, ist die Überschrift.
Jetzt gibt es nur das Problem, dass ich hier für die Überschrift keine Standardschriftart gewählt habe. Das bedeutet also keine Schriftart, die auf jedem Rechner standardmäßig installiert ist. Das bedeutet also, wir müssen einen Weg finden, diese Schriftart irgendwie anzeigen zu lassen, ohne dass diese Schriftart erst installiert werden muss. Der einfachste Weg, den wir auch jetzt hier gehen werden, ist, das Ganze als Grafik einzublenden. Es gibt noch verschiedene Wege, das Ganze mit JavaScript zu umgehen oder diverse Flash-Lösungen. Allerdings möchte ich hier auch keine Werbung machen für spezielle Bereiche und die haben auch wieder Vor- und Nachteile. Vielleicht müsst ihr da für euch selbst mal das Beste herausfinden. Ich lege hier also als erstes nochmal meinen Slice an. Wird natürlich seine 580 Pixel haben. Dann natürlich auch bis hier oben gehen. So, ungefähr so möchte ich das haben. Und den nenne ich einfach mal BG Headline und speichere mir den. So. Und angelegt wird er hier wie folgt. Als H1. So. Hier wird er natürlich nochmal eine ID bekommen oder sagen wir mal eine Klasse, damit er sich mit der Navigation irgendwann nicht in die Quere kommt. Und das nennen wir Startseite. Erkläre ich euch gleich warum. Und als Klasse natürlich, damit kein Text angezeigt wird, ein No-Text. So, zurück zu CSS. Und wir legen für die Content-Box ein H1 an. Wir können natürlich auch ein generelles H1 anlegen, dann lässt man das weg. Aber da wir gerade in diesem Bereich sind, schreibe ich das mal so. Das Ganze hat eine Breite von 580 Pixeln, wie gesagt, eine Höhe, die finden wir in Photoshop, von 114 Pixeln. Ein Background, wieder diesmal ohne Position. Eine Martin oder sowas brauchen wir auch nicht. Dann, oh, hier sehe ich gerade, ist ein Schreibfehler drin. Ist natürlich Content, nicht Kindhand. Nun zur Klasse. Das Spiel kennt ihr ja mittlerweile, das ist das gleiche wie bei der Navigation auch. Im Browser sieht das Ganze dann jetzt schon so aus. Wir haben unsere Überschrift. Wenn man das Ganze ausblenden würde, also wenn man die CSS nicht anzeigen würde, kann man CSS deaktivieren, dann ist die H1 trotzdem immer noch da. So, für diesen Bereich brauchen wir dann H2s. Das geht eigentlich genauso wie hier. Schauen wir mal. In der Sidebar müssen wir dann anders vorgehen, da wir hier, im Gegensatz zum Content-Bereich, dieses Padding nicht auf alle Bereiche auswirken lassen. So, okay. Brauchen wir eigentlich auch gar nicht benennen, wenn wir das gleich sowieso wieder ändern. Wir speichern genau diese beiden gerade erstellten. Wir stellen daraus wie zuvor wieder eine Datei. Über Arbeitsfläche oben bleiben. Das sind 124. Das Ganze nicht mal BGH2. Endlich können wir das Ganze jetzt hier kopieren. Wir müssen natürlich nur die Größen verändern. Das waren 62 Pixel in der Höhe.
und die von 260 Pixel in der Breite. Das heißt, wir müssen hier das Padding wegnehmen und natürlich hier den Pfad ändern. Hier die Background Position. Minus 62 Pixel. Das Ganze kann ich in die Sidebar schon reinschreiben. 2 Class über und no Text. Ich das Ganze auch wieder kopieren. Das wird Kontakt. Und das Ganze sieht im Browser wie folgt aus. Okay, die Hintergrundgrafik passt noch nicht. Da scheine ich den falschen Link angegeben zu haben. Ach, wir haben es nur falsch gespeichert. Okay, es gehört natürlich da rein. So, zurück zum Browser. Und da sind auch die Überschriften. Wie wir sehen, müssen wir hier die Breite jetzt wieder ändern. Das heißt, wir müssen diese 30 Pixel jeweils dazu packen. Und wir müssen den absetzen, also den Inhalt, den wir in der Sidebar haben, das Padding geben, was wir dann oben nicht mehr haben. So, das sollte funktionieren, genau. Was generell noch fehlt, wie wir hier sehen, ich würde gerne, dass alle Absätze generell einen Abstand haben. Das schreibe ich also hier oben hin, da ich alle Ps ansprechen möchte, wie ich es hier oben auch im Body gemacht habe, gebe ich keine Klasse oder ID, sondern einfach nur das Tag an und sage, dass das P-Tag ein Margin nach unten von 1.2 em haben soll. Im Browser sieht das Ganze dann so aus. Ich möchte aber, dass die H2s einen festen Abstand haben. Diese EM-Anzeigen sind ja dafür da, dass sie sich prozentual verändern lassen. Das bedeutet also, wenn ich im Browser den Schriftgrad einstelle, kann ich die Textgröße und somit in diesem Fall auch den Textabstand von den Absätzen her verändern. Ich möchte allerdings, dass die H2s einen festen Abstand haben. Darum arbeite ich da mit Pixeln. Und das Ganze sieht dann so aus. Was nun noch fehlt, ist die Trennlinie zwischen den beiden Spalten. Ist auch ganz einfach. Wir können in Photoshop reingehen. Ich zoome mal ganz nah ran. Und uns wirklich nur hier diesen Teil raussuchen. Den speichern wir. Ne? So als BG. Trennlinie. Und jetzt schauen wir mal hier als JPEG, ist es recht groß, vielleicht ist es das GIF wesentlich kleiner. Ja, wesentlich kleiner, da nur diese drei Farben dazu genutzt werden. Also speichern wir das Ganze auch ab. So, nun gehen wir wie folgt vor, wir nehmen uns einfach den Abstand von links, den der Content-Bereich haben soll. Das sind 289 Pixel. Gehen also hier natürlich zu unserer Content-Box und sagen, dieser Background, die Trennlinie, 298 Pixel horizontal, von oben gesehen 0 und Repeat Y. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. So würde der Punkt mehrmals untereinander angezeigt werden. Also direkt untereinander. Ich möchte aber, dass dieser Abstand auch mit drin ist. Darum muss ich das natürlich so abspeichern. Ja, ersetzen.
Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Genau, wunderbar. Das heißt, so hoch dieser Content-Bereich jetzt auch ist, so hoch haben wir auch diese Punkte darin. Dann setzen wir mal aus der Photoshop-Datei unseren Lückentext ein. Als erstes hier. Wie ihr hier seht, genau. Und auch diese Bereiche. Das hat Dreamweaver direkt richtig gemacht. Er hat hier direkt zwei Absätze angelegt. Und so langsam füllt sich also schon unsere Seite hier mit Leben. Lege ich mal genauso vor. Da kommt dann später noch ein Bild rein. Darum lasse ich mal einen Absatz Platz. Ja, hier kommt gleich eine Liste rein. Das mache ich mal einfach so mit einem Platzhalter. Genau, und trage den Text hier so ein. Jetzt sehe ich, dass ich hier 30 Pixel vergessen habe, dazu zu rechnen. Da habe ich mir die falschen Maße aus der Photoshop-Datei genommen. Ist allerdings kein Problem. Das ist nämlich einfach nur der Abstand hier plus 30, das heißt 319. Und schon ist unsere Linie mittig, so wie es sein soll. Alles klar, dann gehen wir mal zum Bild über. Als Bild schauen wir mal, wie groß diese Datei hier ist. Dieses Objekt. Okay, das hat eine Größe von 261 Pixeln, ist natürlich ein Pixel zu breit, da habe ich dann wohl meinen Auswahlfehler gemacht. 213. Ich kopiere mir das einfach raus mit Steuerung C und Steuerung N für neue Datei. Füge das ein. Und das speichere ich natürlich nicht als GIF, sondern als JPEG. Ich nenne es einfach Layout JPEG. Ich möchte es nicht speichern. So, das Ganze setzen wir jetzt hier wie folgt ein. Zurück zu Index. Und hier habe ich ja einen Absatz schon leer gelassen dafür. Das heißt, das ist jetzt ein IMG, sein Image. Und als Quelldatei wähle ich unser Layout. Ein Bild, also ein Image braucht immer einen Alt-Tag, einen Alternativtext. Der wird angezeigt, wenn das Bild noch nicht geladen ist oder wenn es nicht ladbar ist. Das bedeutet, wenn ich also hier den Link falsch schreibe oder die Datei nicht hochgeladen ist, wird dieser Alt-Text erscheinen. Hängt auch damit zusammen, dass Leute, die sehbehindert sind und einen Screenreader benutzen, diesen Alt-Text vorgelesen bekommen. Ist also dementsprechend wichtig. Den nenne ich also hier in diesem Fall Layout. Schauen wir das Ganze im Browser an. Schon mal ganz gut aus. Jetzt fehlt hier noch unsere Liste. Die Liste wird auch eine UL. Und das kopiere ich mir einfach mal. Einfach nur, um den Inhalt zu generieren. Und gehe hier wieder zu meiner Contentbox. Das bedeutet also, ich kann mir das hier wieder kopieren. Eine UL da rein, eine Unordered List. Und gebe Liste None ein, versuche es zumindest so. Wird in diesem Fall so aussehen, da die Listenpunkte jetzt nicht mehr dargestellt werden. Zum nächsten Schritt. Ich möchte, dass auch die Unordered List ein Margin nach unten hat, genau wie die Absätze. Hat auch funktioniert.
Dann möchte ich, dass sie ein Padding von 10 Pixeln hat in alle Richtungen, deswegen kann ich das so angeben. Passt auch. Und dann gehen wir mal in unsere Photoshop-Datei und schauen, was wir hier gemacht haben. Wir haben einen Background und einen Border. Ist auch recht simpel einzugeben. Der Border ist ein Pixel breit, solid, das bedeutet, er ist nicht gepunktet oder sonst irgendwas, sondern durchgängig. Mit dieser Farbe und einen Background mit dieser Farbe. Ja, das passt schon mal ganz gut, ist ein bisschen hell, da habe ich mich wohl vertan. So sieht es schon besser aus, genau. Nun möchte ich noch, dass die LIs an sich so, dass die auch selbst ein Padding haben, und zwar nach links von 20 Pixeln. Und als Background kann ich mir hier unseren LI-Header wieder nehmen. Als Background so. Wähle diesen aus. Und gebe auch diesen ein Margin, damit die nicht so direkt aufeinander kleben. Sieht jetzt so aus, das ist schon fast wunderbar. Jedoch sind die Listenpunkte hier natürlich verschoben. Da hatten wir, glaube ich, 5 Pixel. Ja, das passt so ganz gut. Damit es auch ausgeglichen ist, gebe ich hier nach oben ein bisschen mehr Padding ein. Mal generell 15 sieht vielleicht besser aus. Ja, das ist schon ein bisschen runder. Das können wir vielleicht noch ein bisschen erhöhen auf 18. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, natürlich das PX vergessen. So, genau. Das sieht doch schon als Liste ganz gut aus. Damit es nicht so abgehakt aussieht, können wir auch noch diesen Text reinsetzen. Einfach nur eine Copy-and-Paste-Arbeit. Und das Ganze sieht so aus. Schon recht rund. Nur das bedeutet, dass wir jetzt hier mit unserem Content-Teil schon fertig sind. Allerdings sehe ich, dass jetzt hier durch das Padding, was wir nach unten angegeben haben, der Background natürlich erweitert wird. Das können wir jetzt umgehen, indem wir einfach diesen Abstand nach innen zu einem Abstand nach außen machen. Gehen wir so hier wieder in die CSS-Datei, suchen uns unsere Content-Box. Und diese Content-Box, sehen wir hier, hat unten ein Padding von 30 Pixeln. Das heißt, ein Abstand nach innen, nach unten. Den nehmen wir einfach weg und schreiben dahin einen Margin von 30 Pixeln. Haben wir den Unterschied. Das sieht schon wesentlich runder aus. Genauso wollte ich das haben. Als nächstes gehen wir also zum Footer über. Schauen wir dazu nochmal in die PSD-Datei, was die uns sagt. Okay, wir haben also hier unseren Footer. Das ist ein durchgehender Background mit diesem Muster hier drin. Hier, das könnte eine geflottete Liste werden. Einfach nur Inhalt. Und hier können wir eventuell etwas über den Block schreiben. Gut, das Einfachste wäre also hier wieder den Text auszublenden. Und hier kann man sich jetzt überlegen, ob man nicht wirklich einfach diese Icons im Background für den Footer lässt. Man könnte die jetzt natürlich als einzelnes Image für jeden Listenpunkt anlegen, aber vielleicht ist das auch einfach zu viel Arbeit. Vielleicht reicht das auch einfach, wenn die so im Background sind. Okay, dazu lege ich mir jetzt hier wieder
ein Slice an. Natürlich schön lang unserer Hilfslinien. So. Ein BG-Footer. Speichern wir auch wieder ab. Und hier muss gleich die Größe mit. So, 960 Pixel breit natürlich, also 100%. Und Höhe 202 Pixel. Mal 60 Pixel breit und hoch 202 Pixel. Der Background ist der BG-Footer. Da finden wir ihn. Und er soll nicht wiederholt werden. Dann gebe ich dem Footer gern noch ein Margin von 30 Pixel nach unten. Einfach damit zu tun, dass es auch ein bisschen schöner aussieht, wenn die Seite nicht unten am Rand festklebt, sondern wie hier jetzt noch ein bisschen Platz ist. Muss ich das noch in eine HTML-Datei einschreiben. Nämlich hier. Und kann man das Ganze schon ansehen. Also ihr seht jetzt hier diese 30 Pixel. Es ist einfach ein bisschen ruhiger, als wenn das Ganze einfach so aufhören würde. Das würde ein bisschen schwer wirken. Gut, dann können wir diese beiden Elemente auch so anlegen, wie hier die Spalten. Und wahrscheinlich können wir uns aus der CSS-Datei den Text auch schon direkt kopieren. Wir haben also hier, vergleichen wir nochmal, eine Breite, ein Padding. Das ist ganz okay, das brauchen wir. Darum schreibe ich das direkt hier rein. Das sind 0 und 30 Pixel gewesen. Die muss ich hier natürlich abziehen von der Breite, da sich Breite, Padding und Margin immer addieren. Man kann auch im Footer meine Spalten anlegen. Hier bekommen wir jetzt keine Probleme, dass die gleichen Namen tragen wie hier in der Contentbox, weil eben das Footer davor steht und weil auch andererseits die Funktion hier direkt dieselbe ist. Das heißt, wir haben wieder 260 Pixel Breite und einen Margin von 60 Pixel nach rechts. Und sie sind auch gefloatet. Das sieht also so aus. Wir können das hier nochmal kopieren und einfügen. Und die letzte bekommt wieder No Margin. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Das funktioniert schon sehr gut. Jedoch fehlt natürlich noch der Abstand nach oben. Also zurück wieder zu Photoshop. Ich blende mir die Elemente hier nochmal ein. Und mit dem Auswahlwerkzeug nehme ich direkt die Höhe. Das sind ungefähr 55 Pixel. So, passt doch wunderbar. Ich habe hier jetzt noch eine 0 angefügt. Da, wenn ich das Ganze einfach nur so gelassen hätte, der Browser davon ausgegangen wäre, dass die 55 Pixel von oben auch für unten gelten. Deswegen kann ich hier wieder eine 0 eingeben. Und er denkt sich, ah, okay, oben 55 Pixel, nach rechts 30 Pixel, nach unten 0. Und da für links keine Zahl steht, nehme ich einfach die gleiche, die bei rechts steht. Das gleiche würde er auch eben tun, wenn hier nicht stehen würde, dann würde er die gleiche Zahl wie von oben nehmen. So, dann übernehmen wir wieder den Text aus der Photoshop-Datei. Da könnte eben, wie in diesem Wimpel dort steht, da könnt ihr, wie hier dann zum Beispiel steht, etwas über den Block schreiben, einen kleinen erklärenden Text mit dem Link später dazu. So, oder vielleicht einen weiteren. Eine Linkliste, wie ihr auch immer wollt. So, und nun gehen wir hier zu der Liste über.
Ich kann mir das ein bisschen einfacher machen, indem ich hier einfach sage, so, in der UL. Jetzt kann ich hier einen kleinen Trick machen. Ich sage 260 Pixel Breite und eine Höhe von, na, schätzen wir mal, 60 Pixel. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich erkläre euch gleich, wie wir uns diesem Wert mal annähern. Und sage, ist halt auch none, genau. Wir können das Ganze hier wesentlich vereinfachen, indem wir diesen Listenpunkten auch eine Breite geben. Das heißt doppelt geschrieben, eine Breite von 130 Pixeln und eine Höhe von 20 Pixeln und die ganzen Punkte sollen gefloatet werden. Und natürlich ein Padding haben von, schauen wir mal nach, was das hier wohl sein wird, von 30 Pixeln. So, und dadurch, dass die Breite jetzt vollends ausgefüllt ist, sollte sich jeder einzelne Punkt wieder untereinander anfügen. Wir ziehen die 30 Pixel noch hier von der Breite ab. Dann sieht das Ganze so aus. Okay, dann können wir noch die Höhe verändern. Spielen wir mal mit 30 Pixeln. Sieht schon sehr gut aus. Vielleicht noch ein Padding von oben. So passt das, genau. Und nun können wir nacheinander diese Punkte eben angehen. Das bedeutet, wir haben als erstes Facebook. Dann haben wir Skype, das steht hier in der Datei falsch. Ich gebe als Link wieder die Router an, um das einfach abzukürzen. Dann kommt Flickr. Dann Twitter. Der RSS-Feed. Und zum Schluss der Vimeo-Link. So, schon haben wir diese Links hier fertig, passend zu unseren Icons. Dann habe ich, wie wir hier in der Datei noch sehen, unten einen Link eingefügt. Den kopiere ich mir hier einfach mal. So, ich muss hier wieder vorgehen im Footer, wie weiter oben. Das heißt, ich sage div Footer, die P-Tags sollen ein Padding von 30 Pixel nach links haben. So, kopiere ich mir diesen Text hier rein. Jetzt setze ich das richtige Symbol hier dafür ein. Hier kommt ein Bull rein. Und die Datenschutzerklärung wird zu einem Link. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir diesen P-Tag nicht in die letzte Spalte einsetzen, wo auch die Liste drin ist, sondern hier runter. Nun sehen wir schon, was passiert. Wir haben also diese drei Spalten gefloatet, aber wir haben sie nicht wieder gecleared. Das heißt, hier drüber. Und schon sieht das Ganze besser aus. Jetzt sehe ich hier nur, dass der Befehl mit den 30 Pixeln überflüssig ist, da er im Footer sowieso schon drin steht. Gut, also können wir den wieder rausnehmen. Und wir können dazu noch sagen, dass die Spalten
ein Margin nach unten von, probieren wir mal mit 50 Pixeln aus. Ja, das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Mal 70 Pixel. So, das passt mir schon besser. Ja, wie es aussieht, ist unsere Seite von der Programmierung her hier fertig. Ich werde euch jetzt noch zeigen, wie wir mehrere Unterseiten anlegen und die Navigation mit Aktivzuständen versehen. Dafür zeige ich euch ein schönes Feature von Dreamweaver. So, die CSS-Datei brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die schauen noch mal kurz. Das ist alles drin. Das ist auch drin. Wunderbar. So, also wir gehen zurück zu Dreamweaver, können noch einen Teil angeben. Und nun speichern wir das Ganze als Vorlage. Dann öffnet sich hier dieses kleine Fenster und wir können hier eine Beschreibung für unser Template anlegen. Ich nenne das immer Master, weil Index eben zu Problemen führen kann, finde ich, weil es zweideutig ist. Klicke auf Speichern. Und auch ganz wichtig, was uns auf jeden Fall die Benutzung stark vereinfacht, ist Links aktualisieren. Ja, bitte. So, jetzt sehen wir, was passiert ist. Wir haben hier einen neuen Template-Ordner. In diesem Template-Ordner ist die master.dwt, Dreamweaver Template, drin. Die haben wir jetzt auch direkt geöffnet. Und was neu ist, sind diese grünen Bereiche hier. Also ein beginnendes Template-Tag für ein bestimmtes Element, dessen Name wir hier vergeben können, und ein universelles End-Tag. Das bedeutet, wir können diese Bereiche kopieren. So, den brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht, der kann auch weg. Den lassen wir einfach mal drin, falls wir später noch Skripte oder sowas einfügen möchten. Ich kopiere das jetzt einfach und überlege, welcher Bereich der Seite wird denn auf jeder Unterseite anders sein? Welcher Bereich wird denn bearbeitet und welche Bereiche bleiben gleich? Überlegen wir mal. Der Header beinhaltet das Logo. Das Logo bleibt immer gleich, muss also nicht bearbeitbar sein. Die Subnavi, die wird verändert, weil wir auf jeder Unterseite natürlich Aktivpunkte setzen möchten, wie wir das hier schon bei der Startseite gemacht haben. Deswegen kopiere ich das hier rein und nenne es Subnavi. Ein Name darf genau wie eine ID auch nur einmal vorkommen. Sonst kommt es hier natürlich auch zu Problemen. So, jetzt habe ich hier das Falsche eingefügt. Ich muss natürlich das End-Tag, das ist universell einsatzbar, das heißt, es hat nichts mit dem Name zu tun, und kann das hier speichern. So, das kopiere ich mir wieder. Content 1 im Header bleibt gleich auf jeder Unterseite, Content 2 auch. Und hier haben wir dann die Navi. Wir können natürlich die Navi als Ganzes bearbeitbar machen oder wir machen das einfach so. Dann kopiere ich den Teil auch nochmal hin, dass wir nur die Links bearbeitbar machen. Und den nenne ich also Screencast. Die beiden Endtags kopiere ich schon mal hier rein. Dass jetzt alles grün wird, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, lichtet sich aber gleich, wenn wir das Ganze dann in den neuen Dateien sehen. Hier das Portfolio und hier unten der Blog. So, was brauchen wir noch? Gehen wir weiter runter. Hier haben wir die Contentbox, die sollte komplett bearbeitbar sein. Können wir Content nennen. Dann brauchen wir wieder das abschließende Tag. Schauen wir mal, hier haben wir unsere Liste. Hier ist das Clear. Das Clear sollte natürlich immer drin bleiben, deswegen können wir das Tag auch vor dem Clear beenden. Ganz wichtig ist jetzt nur, dass man keine Verschachtelungsfehler macht. Das bedeutet, dieses Tag beginnt innerhalb der Contentbox, das heißt, es muss auch innerhalb der Contentbox enden. Ich könnte jetzt also nicht hier nach dem schließenden Tag der Contentbox das universelle End-Tag einsetzen, das würde zu Fehlern führen. So, also bleibt es hier drin. Sidebar muss nicht bearbeitbar sein und der Footer genauso wenig. Das Ganze speichere ich jetzt einfach. Schauen wir nochmal an, ob hier alles richtig ist. Gut. Und nun können wir aus dieser Datei neue generieren. Ich gehe also auf Datei und Neue. Öffnet sich dieses Fenster und kann hier Seite aus Vorlage wählen. Da habe ich dann meine Sites angelegt, die wir zu Anfang hier oben angelegt haben. Und hier
die Master-DWT und sage erstellen. Und nur sehen wir schon alle Bereiche, die in der Master-DWT nicht innerhalb dieser Template-Tags sind, die werden ausgegraut. Die kann ich auch nicht bearbeiten. Da kann ich drin rumklicken, wie ich möchte. Da passiert nichts. Wir sehen hier noch, der Link, der sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus. Sobald ich die Datei speichere, ganz normal speichern, fragt er mich, wo ich das denn speichern soll. Und ich kann die Index.html überschreiben. Die brauche ich ja nicht mehr, weil wir aus dieser die Master.dwt erstellt haben. So, und schon sehen wir, die Links passen wunderbar. Jetzt noch ein schönes Feature, weshalb es schön ist, diese Links anpassen zu lassen automatisch. Wenn ich jetzt eine neue Datei erstelle aus der Vorlage und die speichere ich nicht im Root-Ordner, sondern sagen wir mal, ich habe hier eine Seite Kontakte und die ist im Kontakte-Ordner, warum auch immer, speichere ich die hier und wir sehen, dass die Links automatisch aktualisiert sind. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt diese Datei aus dem Kontakte-Ordner verschiebe ins Root-Verzeichnis, dann wird hier gesagt, okay, es wird etwas verändert, das aktualisieren oder nicht natürlich. Und dann können wir sehen, dass die Links hier, und das ist noch die alte Version, dann können wir sehen, dass die Links hier aktualisiert wurden. Die sind jetzt genau wie auf der Index-Datei. Das vereinfacht ziemlich vieles, wenn wir später mit sehr großen Sites oder Projekten eben arbeiten. Gut, das ist also dieser Bereich. Wir haben nur den Content-Bereich und auch nur unsere Navigationselemente bearbeitbar. Hier in der Ansicht haben wir diese blauen Elemente weiter drin. Das zeigt uns eben an, wie diese Tags heißen. Und ich speichere mir jetzt diese Index-Datei nochmal als zum Beispiel Blog, das ist also in der Blog.html, und setze nun dieses Class Active in den nächsten Listenpunkt. Im Browser sieht das Ganze dann wie folgt aus. So, das war die alte Version. Ich kann ja auf Startseite klicken, bin auf der Index.html, gehe also hier über Blog, klicke darauf und bin auf der Blog.html. Das sehen wir wunderbar an unseren Active-Effekten. Machen wir das ganz schnell mal für die ganzen nächsten Seiten. Ich speichere es hier als Links. Dann als Kontakt. Und speichern. Wieder speichern unter. Als Impressum. Schneide mir den Bereich hier aus. Und dann kann ich ihn bei Screencast natürlich so Screencast speichern. Natürlich sollte es richtig geschrieben werden. Dann schneide ich es wieder aus und speichere es als Portfolio. Und bei Blog sehe ich, dass der Link natürlich doppelt auftaucht. Das ist kein Problem. Da schließen wir diese Version, rufen Blog noch einmal auf und setzen hier, lassen das hier oben stehen und setzen auch hier unten bei Class Active ein. Das Ganze sieht dann also wie folgt aus. Ich lade einmal neu. Die Active-Zustände funktionieren, die Hover-Zustände funktionieren alle wunderbar. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte ist, zum Beispiel, wie man eine Überschrift hier austauscht. Das geht für uns jetzt ganz schnell. Ich gehe also wieder hier rein. Und schreibe einen beliebigen Text. So, das Ganze speichere ich nur einmal so ab, damit ich mir die Originaldatei nicht überschreibe. Dann haben wir hier Headline, Headline 2, die ziehe ich mir nochmal hier rein. Und verdopple die Höhe, das sind also 228.
Genau, die wird überschrieben. Ihr seht jetzt also, dadurch, dass der Hintergrund schwarz ist komplett, wir hätten auch, um Speicherplatz zu sparen, die Hintergrundgrafik nur so groß machen können und hätten dem Element ein Padding geben können. Aber da das einfach nur komplett schwarz ist, ohne Muster, irgendetwas anderes, hält sich da der Verlust in Grenzen. Also nochmal zurück zur CSS-Datei. Schauen wir mal, wo die Headline ist. Die H1 ist hier. So, und dann können wir das kopieren. Wir geben die Klasse Block und sagen, minus 114 Pixel ist wieder das übliche Spiel. Wir können diese Dateien schließen. Und der Block H1 hier geben wir die Klasse Block. Speichern das Ganze und rufen es einmal auf. Und schon haben wir hier unsere geänderte Überschrift. Der Startseite läuft sie dann so. Und so läuft das natürlich jetzt auch mit dem Inhalt. Ihr könnt alles weiter bearbeiten, die Bilder austauschen, die Aufteilung austauschen. Alles eben in dem Bereich, wie ihr das hier deklariert habt. Bedeutet also auch, ihr könnt die Seiten neu erstellen, kopieren, ihr könnt in den wichtigen Bereichen, die sich nicht verändern dürfen, nichts zerstören. Es kann nicht zerstört werden, wenn ihr mit mehreren Personen daran arbeitet. Bietet also eine sehr große Sicherheit, auch wenn man jetzt Sachen verschiebt. Links zum Beispiel, die also innerhalb dieser unbearbeitbaren Bereiche sind, werden sich automatisch verändern, so wie wir das hier gerade gesehen haben. Ja, das war es eigentlich jetzt schon zu unserem Workshop. Die Seite ist soweit fertig. Die wird hochgeladen auf pixelmetrie.de und wird auch, wenn es von dieser Seite neuere Versionen gibt, immer online bleiben, damit ihr euch den Code nochmal anschauen könnt. Vielleicht wollt ihr ihn kopieren oder sowas oder findet bestimmte Fehler nicht, wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, und dann könnt ihr damit vergleichen. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß gehabt wie ich, diese Seite zu erstellen. Wurdet ein bisschen inspiriert, habt was gelernt. Es würde mich super freuen, wenn ihr mir Projekte zeigt, die ihr nach diesem Screencast erstellt habt, und könnt mich, ja, wie auf der Seite gezeigt, überall finden, einfach anschreiben. Dann werde ich euch versuchen zu helfen. Nur noch zu den rechtlichen Details. Das Foto wurde von der Fotografin Maren Meyer geschossen. Die findet ihr unter marenmeyer.de, geschrieben mit Doppel-E und Meyer mit E-Y. Das ist eine sehr nette Dame, die tolle Arbeiten macht. Also, ich bedanke mich nochmal, wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ich höre was von euch.